Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet die Chrono Cross The Radical Dreamers Edition auf der PlayStation 4, aber auch erhältlich für PC, für die Xbox und auf Nintendo Switch. Square Enix sind ja eigentlich ziemlich fleißig, wenn es darum geht, Remaster ihrer alten RPGs auf moderne Plattformen zu bringen, haben sich aber hauptsächlich im Pixel-Art-Bereich bewegt bisher. Jetzt haben wir mit Chrono Cross endlich wieder einen Titel aus der PlayStation-Ära und ein Spiel, was zu meinen persönlichen Lieblingen zählt. Ich habe es im Original nämlich in meine Top 101 der besten RPGs aller Zeiten reingepackt. Mit diesem Paket, das für eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 20 Euro angeboten wird, bekommen wir aber nicht nur zum ersten Mal eine komplett lokalisierte und übersetzte Fassung von Chrono Cross. Dazu gibt es auch Radical Dreamers, ein bisher Japan-exklusives Spin-off, was die Chrono Cross-Story ein bisschen anders im Visual Novel-Stil erzählt. Wie immer bei solchen Videos über Remaster werde ich das Hauptaugenmerk auf die Qualität der Umsetzung legen, aber natürlich auch ein bisschen was über das Spiel selber erzählen. Schließlich hat nach über 20 Jahren nicht jeder noch genau im Kopf, wie das Game damals funktioniert hat. Darüber hinaus durfte ich sogar ein kleines Interview mit den Entwicklern des Remasters machen, die mir Rede und Antwort standen, weil ich wollte natürlich genau wissen, wie viel Aufwand ist da eigentlich reingeflossen und wie viel Sorgfalt hat man an den Tag gelegt, wenn es um die Neuauflage eines solchen Klassikers ging. Wir haben uns mit etlichen originalen Entwicklern im Vorfeld abgesprochen, wie Autor Masato Kato oder Yasunori Mitsuda, dem Komponisten des Soundtracks. Auch mit Charakterdesigner Nobuteru Yuki schlossen wir uns kurz. Ich selbst bin erst mit dem Remaster dazugestoßen, aber es war mir natürlich sehr wichtig, das originale Spiel mit Respekt zu behandeln. Das ist doch schon mal ganz gut zu wissen, denn gerade Chrono Cross hatte für mich immer eine besondere Bedeutung, weil es handelte sich ja um das Sequel zu meinem absoluten Lieblingsspiel Chrono Trigger. Rein inhaltlich und spielerisch gesehen macht Chrono Cross aber doch schon sein ganz eigenes Ding. Statt wie bei Chrono Trigger alles um Zeitreisen sich drehen zu lassen, geht es hier darum, dass man mit Hauptcharakter Serge verschiedene Paralleldimensionen besucht. Das wird in typischer PlayStation 1 RPG-Art mit vorgerenderten Hintergründen dargestellt, vor denen dann polygonale Figuren hin und her laufen. Das mag heute vielleicht ein bisschen was von seinem Glanz verloren haben, aber zu der damaligen Zeit war es durchaus ein Hingucker. Besonders herausragend ist heute noch aber der Soundtrack, der wie beim Vorgänger von Yasunori Mitsuda komponiert wurde. Der hat später ja auch sich an solchen Serien wie Xenoblade beteiligt und ey, der ist mir beim Spielen so sehr ins Gehör gegangen, dass ich mir nicht nur den Soundtrack geholt habe, ich habe auch einige Lieder auf der Gitarre einstudiert und häufig beim Arbeiten heutzutage am Computer höre ich mir den Soundtrack immer noch gerne an. Von der Gameplay-Seite aus lohnt es sich wahrscheinlich am meisten über das Kampfsystem zu reden. Chrono Cross hat zum Glück keinerlei Random Encounter, das bedeutet, ihr könnt die Gegnergruppen jederzeit in den Dungeons herumlaufen sehen und euch entscheiden, ob ihr ins Gefecht ziehen wollt oder nicht, ausgenommen mal bei den Endgegnern, da müsst ihr es nämlich machen. Innerhalb der Kämpfe läuft dann alles rundenbasiert ab, ihr habt die Möglichkeit, verschieden starke Attacken auszuführen. Neben der Auswahl gibt es noch eine Prozentanzeige, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit ist und ihr habt darüber hinaus die Möglichkeit, mit Elementen zu arbeiten. Das sind Zauber, die in verschiedene Slots eingebettet werden können vor dem Kampf, die dann auch einmal verwendet werden können. Und da lässt sich einiges taktisch damit einstellen. Da hängt es zum Beispiel davon ab, wie ist gerade die Elementaffinität auf dem Kampffeld, wie ist die der Gegner und von euch, welche Zauber habt ihr übrig. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich einige durchaus knifflige Gefechte im Spiel bestritten habe. Quatschen wir dann noch ein bisschen über die Story und da hatte Chrono Cross ja die schwierige Aufgabe, nicht nur als eigenständiges Spiel zu funktionieren und das tut es eben wegen der eigenen Charakterriege und der separaten Plotlines durchaus, aber es muss ja gleichzeitig ein Sequel zu Chrono Trigger sein und zeigen, was mit den Charakteren von damals passiert ist und was im Nachklapp zum Spiel stattgefunden hat und das tut es auch. Ich habe insbesondere als Fan durchaus in einigen Momenten ein bisschen Gänsehaut bekommen, wenn dann bekannte Begebenheiten
angesprochen wurden und alte Charaktere zurückgekehrt sind. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, man kann das Spiel schon spielen, wenn man nicht unbedingt mit jedem kleinsten Aspekt von Chrono Trigger vertraut ist. Nichtsdestotrotz muss man aber auch erwähnen, dass ein guter Teil der Fangemeinde mit der Story nicht so ganz warm geworden ist, eben weil sie sich einige Sachen getraut hat mit den Sachen, die in Chrono Trigger passiert sind. Aber das hat nicht besonders große Relevanz für die Leute, die Chrono Cross jetzt zum ersten Mal erleben werden. Ihr habt jetzt die ganze Zeit die PlayStation 1 Version im Hintergrund gesehen. Die habe ich für einige Stunden nochmal auf der PS3 gespielt und dann aufgezeichnet. Nicht nur, um das Material für euch bereit zu haben, sondern auch um einen guten Eindruck davon zu bekommen, wie sah das Spiel eigentlich damals aus und an welchen Stellen gibt es da Verbesserungspotenzial. Denn wir wissen, bei so einem Remaster kann sehr viel davon abhängen, mit welchen Mitteln man an die Arbeit gehen kann. Wir hatten für das Remaster von Chrono Cross leider keinen kompletten Zugriff auf die originalen Assets und den alten Programmcode. Um diese Lücke zu füllen, mussten wir die fehlenden Teile von der Disk extrahieren. Dazu gehörten auch die Hintergründe, die wir entweder mit einem Upscaler oder etwas Handarbeit für moderne Displays angepasst haben. Das ist natürlich ziemlich schade, aber leider auch eine Sache, an denen bereits die Remaster der Final Fantasy PlayStation 1 Spiele gelitten haben, insbesondere die Hintergründe. Die wurden ja meist auf Workstations erstellt mit entsprechend hohem Detailgrad und in höherer Auflösung, aber damit man sie auf der PlayStation 1 darstellen kann, mussten sie runterskaliert werden, aller Wahrscheinlichkeit nach auf die typische PS1 Auflösung von 320x240, und wenn du dieses Ausgangsmaterial jetzt hast und das beispielsweise auch bis zu 4K dann hoch skalieren möchtest, dann hast du entweder die Option, da gar keine Filter reinzutun, die gibt es auch im Spiel. Man kann einen Modus auswählen, wo man entsprechend dann die kantigen Hintergründe hat, wo die Treppchenbildung direkt zu sehen ist, aber es gibt auch einen entsprechenden Filtermodus. Wenn man den drüber legt, dann wurden die Hintergründe mit einer ziemlich aggressiven Routine hochskaliert. Das bedeutet, jegliche Treppchenbildung wird dann entfernt und die Bildschärfe deutlich erhöht. Bei den Chrono Cross Hintergründen war es aber auf der PlayStation 1 so, die waren ja nicht nur gerendert, sondern sie hatten, nennen wir es mal, so eine gewisse malerische Qualität, sahen so ein bisschen aus wie kleine Gemälde, und das ist dem Skalierungsprozess jetzt nicht unbedingt zuträglich gewesen. Das sieht teilweise, ja, trotz der Bildschärfe sehr verwaschen aus. Viele Details sind nicht wirklich erkennbar, meines Erachtens. An manchen Stellen musste ich schon zweimal hingucken und sagen, was genau ist das? Ist das jetzt abstrakte Kunst oder soll das eine Insel darstellen? Und man gewöhnt sich schon dran, muss ich sagen, aber es wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn man die originalen Assets gehabt hätte und nicht auf so einen aggressiven Filter dann zurückgreifen muss. Mit den Polygonmodellen wurde, soweit ich sehen kann, auch ähnlich verfahren. Das bedeutet, dank der höheren Auflösung sehen sie schärfer aus, und gefilterte Texturen bedeutet, dass man mehr Details als auf der PlayStation 1 erkennt. Da konnte es je nach Kameraabstand schon mal sehr schwierig sein zu sehen, wer da gerade herumläuft. Da war es schnell mal ein Pixelbrei, der auf dem Bildschirm unterwegs ist. Das hat man hier nicht. Schaut man genauer hin, erkennt man sogar, dass die Charaktermodelle wohl ein bisschen upgegradet wurden, nur nicht in dem Maße, wie es beispielsweise beim Final Fantasy 8 Remaster passiert ist. Da das Ändern der Grafik-Settings nur die Hintergründe betrifft, sehen die Polygonfiguren mit den klassischen Backgrounds leider ein bisschen, ja, zu detailliert aus, möchte ich fast sagen. Sie heben sich von den Hintergründen ab und wirken wie so ein bisschen ein Fremdkörper. Wer sich daran stört, der schaltet lieber auf die gefilterten Backgrounds, dann wirkt es nämlich ein bisschen mehr wie aus einem Guss. Apropos Einstellungen in Sachen Grafik, gibt es da leider nicht so viel. Wir haben ja den klassischen und den neuen Modus. Die Option Bildschirmtyp verändert nun die Größe eures Spielfensters. Wenn ihr auf Normal stellt, dann habt ihr nicht nur links und rechts entsprechende Balken, sondern auch ganz schmale oben und unten. Dafür entspricht der Bildausschnitt der Auflösung so, wie die PlayStation 1 das Spiel damals intern berechnet hat. Stellt ihr auf Vergrößert, wird alles auf korrekte 4:3 dann skaliert. Das bedeutet, oben und unten schließt das Bild nun ab und es ist insgesamt ein bisschen
bisschen größer. So wurde es damals auf früheren Fernsehern dargestellt. Stellt ihr auf voll, wird dann auf 16:9 gestreckt und wie immer bei der Sache, wer es mag, kann es gerne machen. Mein Ding ist es nicht unbedingt. Was ich mir hier auf jeden Fall aber noch gewünscht hätte, voll ist zum Beispiel die einzige Möglichkeit, auf den festen Hintergrund zu verzichten. Egal, ob ihr normal oder vergrößert nehmt, ihr habt immer dann entsprechend einen Background da, ein leichtes blaues Muster und könnt nicht komplett auf schwarz stellen. Und das finde ich nicht so cool, insbesondere als Besitzer von einem OLED-Screen, weil auf Einbrennen habe ich nicht so viel Bock. Was gibt's noch über die Grafik zu sagen? Nun, positiv herausstechen tut die Qualität der Artworks, die im Spiel vorhanden sind, zum Beispiel bei Porträts, wenn geredet wird mit anderen Personen oder wenn man in die Menüs geht. Die sind anscheinend wohl neu gezeichnet worden. Ich habe nochmal den direkten Vergleich mit dem alten Spiel gemacht und auch wenn es die gleichen Posen sind wie damals auf der PlayStation 1, wurde hier wohl nochmal extra Aufwand reingetan und nicht nur hochskaliert, sondern das sieht tatsächlich detaillierter aus und ein kleines bisschen anders. Und diese Herangehensweise hätte ich mir zum Beispiel auch für die Render-Videos gewünscht. Ab und zu werden mal Render-Sequenzen eingespielt und die scheinen wie andere Sachen direkt von der alten Disks zu stammen, dass sie dann entsprechend aufgebläht wurden und haben wie damals die Artefakte, die niedrige Framerate und sehen auch relativ unscharf aus. Kommen wir aber zur größten Krux des Spieles und wahrscheinlich dem Punkt, der die meisten Leute dann an dem Chrono Cross Remaster stören wird, nämlich der Performance. Auf der PlayStation 1 war Chrono Cross nicht immer das flüssigste Spiel. In manchen Szenen sah alles vollkommen in Ordnung aus, bei anderen aber, wo der Aufwand ein bisschen größer war, da hat es gern mal geruckelt, da hat es gestockt, da waren die Kameraschwenks nicht besonders flüssig und leider ist das alles auch im Remaster hier drin. Ich hätte jetzt nicht unbedingt absolut flüssige 120 FPS oder sowas erwartet, aber vielleicht doch, es ist ja ein PlayStation 1 Spiel, was ich jetzt hier auf einer PS5 beispielsweise gespielt habe. Aber so ziemlich die klassischen Ruckler und die Haker und die Stocker, die sind alle noch wieder mit dabei und das ist doch schon irgendwie schade, dass man es nicht hinbekommen hat, dieses alte Spiel eben einigermaßen sauber laufen zu lassen. Vielleicht spricht das auch dafür, dass man eben nicht mehr die alten Assets hatte, dass das kein konkreter Port ist, sondern gegebenenfalls noch auf die PlayStation 1 Version zurückgreift, vielleicht im Hintergrund irgendwo emuliert wird und damit die Unzulänglichkeiten der PlayStation 1 auch auf modernen Plattformen da ist. Auch hier eine Sache, mit etwas Gewöhnung geht das schon, aber beim ersten Anspielen dachte ich, meine Güte, was ist denn hier passiert? Kommen wir aber mal zu einem anderen Thema und reden über das Gameplay und die Inhalte des Remasters. Viele Remaster in der Vergangenheit von Square haben ja gerne mal zum Beispiel zusätzliche Charaktere reingetan. Es gab einen extra Dungeon, es gab weitere Quests, wie bei Chrono Trigger tatsächlich auf dem Nintendo DS waren nämlich zusätzliche Geschichten mit dabei, die so auf dem Super Nintendo nicht mit dabei gewesen sind. Und da hat es mich natürlich interessiert, hat man da irgendwas für Chrono Cross sich ausgedacht oder ist es noch das Spiel, wie wir es auf der PlayStation 1 kennen. Neue Inhalte, die so im Original nicht vorhanden waren, gibt es im Remaster eigentlich keine. Das Einzige, was wir hinzugefügt haben, sind ein paar Hilfestellungen, die den Spielablauf etwas bequemer machen. Okay, ja, ich hätte jetzt selbst nicht unbedingt so viel mehr Inhalte und neuen Content in Chrono Cross gebraucht. Das Spiel ist ja selbst schon recht vollgestopft. Aber es wäre doch interessant gewesen, wenn dann irgendwo noch ein Storystrang gewesen wäre, den man nicht ganz beenden konnte. Zumindest die Hilfestellungen, die sind schon okay, sehr ähnlich zu dem, wie man es in den anderen Remastern hatte. Das bedeutet, ihr könnt das Spielgeschehen vorspulen, wenn ihr denn wollt, um dann die Kämpfe schneller ablaufen zu lassen oder schneller in den Dungeons unterwegs zu sein. Zum Glück ändert das nicht die Geschwindigkeit, die Musik, die bleibt nämlich weiterhin in der klassischen Form dann für euch hörbar. Ihr könnt auch auf eine Zeitlupe schalten, die dann entsprechend alles in Slow Motion zeigt, was eine nette grafische Spielerei ist, aber gameplay-technisch nicht unbedingt was für mich bisher gebracht hat, muss ich zugeben. Und ihr habt dann noch zusätzliche Effekte, die in den Kämpfen aktiviert werden können, beispielsweise, dass ihr entsprechend weniger Schaden nehmen könnt bei den Fights, um zum Beispiel schwere Gefechte zu überstehen, wenn ihr nicht gerade auf eure Skills vertrauen wollt. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, den Counter abzuschalten. Das bedeutet nicht, dass die Gegnergruppen dann auch wechseln, man kann sie weiterhin sehen, aber wenn ihr das aktiviert habt, dann führt selbst eine Berührung mit der Gegnergruppe nicht zum Kampf. Davon sind aber Boss-Battles ausgeschlossen.
Bleiben noch zwei Punkte, über die ich ausführlicher quatschen möchte. Zu einem wäre das Radical Dreamers, da gehe ich gleich im Anschluss darauf ein, aber auch auf die deutsche Lokalisation. Ich habe die Neuauflage jetzt hier hauptsächlich in Deutsch gespielt, kenne das Original aber eben in der englischen Übersetzung von der US-Version und ich fand die damals eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, vor allem, weil sie auch so ein paar gewisse Techniken eingesetzt hat beim Übersetzen, die normalerweise nicht gang und gäbe sind und da habe ich mich gewundert, war das eigentlich ein großer Aufwand, gab es Probleme, um das Spiel ins Deutsche zu lokalisieren? Es gab keine unlösbaren Probleme beim Übersetzen, aber unser Lokalisationsteam musste sich doch ziemlich anstrengen. Verglichen mit der japanischen Sprache verwenden deutsche Wörter oft wesentlich mehr Zeichen, sodass die Dialoge nicht mehr in die vorhandenen Textboxen passen. Da es sich um ein Remaster handelt, konnten wir nicht einfach mehr Platz auf dem Bildschirm schaffen. Die alte englische Übersetzung verwendete darüber hinaus einen Algorithmus, um bestimmte Dialoge mit Dialekten zu versehen, sodass sie nicht für verschiedene Figuren neu geschrieben werden müssen. Mit der deutschen Grammatik war dies leider nicht möglich, deshalb verfassten wir diese Zeilen nun einzeln neu. Das galt auch für die anderen europäischen Sprachen, in die das Spiel lokalisiert wurde, aber Deutsch war mit am kniffligsten. Tja, wir Deutschen und unsere Extrawürste mal wieder. Das war genau der Punkt, auf den ich nochmal eingehen wollte, eben dieser Algorithmus, der zum Übersetzen eingesetzt wurde in den USA. Da war es nämlich so, wenn ihr in Chrono Cross unterwegs seid, dann könnt ihr häufig den dritten Partyplatz mit einem freien Charakter belegen und da gibt es sehr viele davon, auf die man im Spiel dann treffen kann. Wie viel waren das so? 40 bis 50 oder sowas? Und jeder von denen, der hat ganz eigene sprachliche Eigenheiten. Manche von denen, die klingen so ein bisschen französisch und packen da ein paar extra Silben drin, andere haben bestimmte sprachliche Ticks und was die in der englischen Loka gemacht haben, ist, dass nicht für jeden einzelnen dieser Charaktere bestimmte Textzeilen neu geschrieben wurden, sondern eben der Algorithmus den Text so verändert hat, dass er in der Stimme dieser Figur erklingt und wenn ich das nicht gewusst hätte, ich hätte es nicht gemerkt, weil es tatsächlich sehr gut funktioniert hat und so aussah, als ob die händisch hingegangen sind und jede Zeile 50 Mal neu geschrieben haben. Das ist eben wohl nicht möglich gewesen für die deutsche Lokalisation oder die anderen, die hier im Spiel vorhanden sind. Was die deutschen Texte angeht, ich fand sie vollkommen in Ordnung, auch wenn es um diese angesprochenen einzelnen Figuren angeht, aber auch Kit beispielsweise, die hat im US-Original zumindest sich fast so wie so ein fluchender Pirat häufig angehört und war ein bisschen schwieriger zu verstehen. Die ist ein bisschen klarer und deutlicher verständlich hier im Deutschen, aber man hat schon ein paar nette Ideen und Kleinigkeiten gefunden, um das ein bisschen lockerer und pfiffiger dann zu machen und von dem, was ich bisher gesehen habe, hey, ihr könnt das locker in Deutsch spielen und genauso euren Spaß haben. So, und dann reden wir noch über Radical Dreamers, das im Original ein Super Nintendo-Spiel gewesen ist. Besser gesagt, eins für das Teleview, das konnte man in Japan nämlich nicht im Laden kaufen, sondern über einen speziellen Satelliten-Download-Service auf sein Super Nintendo packen und das war dementsprechend nicht allzu weit verbreitet. Da gibt es seit Jahren zum Glück eine ganz gute englische Fanübersetzung, wenn man es erleben will. Das ist jetzt die offizielle Lokalisation ins Englische, auch ins Deutsche und in andere Sprachen, sodass wir es mal genießen können hier. Und vom Spiel her, ja, es ist keine Visual Novel, sondern ich glaube, der bessere Begriff wäre Sound Novel. Das bedeutet, das komplette Spiel wird mit Text dargestellt, der beschreibt, was da gerade passiert, inklusive Dialoge und was gemacht werden muss. Im Hintergrund gibt es so ein bisschen grafische Darstellung von dem Gebiet, wo man gerade ist oder schemenhafte Sachen, die gezeigt werden, aber es sind nicht konkret ausgearbeitete Szenen oder Charakterporträts, die auftauchen wie bei einer Visual Novel, sondern es wird vom Text getragen und sehr viel von der Musik und den Soundeffekten, die mitspielen. Dabei läuft nicht nur der reine Text ab, sondern es gibt auch Entscheidungspunkte, wo ihr beispielsweise aussuchen könnt, hey, dieser Charakter sagt jetzt gerade das oder wir gehen nach links oder rechts oder auch tatsächlich rollenspielartige Kämpfe, wo ihr Manöver aus einem Menü auswählt und dann euch anschauen könnt, ob ihr dann Treffer gelandet habt oder nicht. Also habt ihr auch fast schon ja so ein bisschen Adventure-Gameplay, sagen wir es mal. Wenn es um die Story von Radical Dreamers geht, wird es aber ein bisschen komplizierter, denn es ist zwischen Chrono Trigger und Chrono Cross rausgekommen und es benutzt tatsächlich auch Figuren wie Serge, wie Kid, wie Lynx, die später in Chrono Cross
dann vorkommen. Aber es sind nicht diese Figuren, die wir aus Chrono Cross kennen, sondern ganz eigenständige Versionen davon. Und es ist auch eine losgelöste Geschichte, die erzählt wird, die übrigens ganz gut ist, muss ich sagen. Ich habe sie vor ein paar Jahren in der Fernübersetzung gespielt und bin jetzt sehr gespannt, das Spiel nochmal mit der deutschen Loka zu beenden. Wer also ein paar Stunden totschlagen kann und insbesondere Fan des Storytellings ist, der sollte sich Radical Dreamers auf jeden Fall geben. Aber grundsätzlich kann man eben sagen, dieses Spiel ist so ein bisschen wie so ein Prototyp für Chrono Cross gewesen. Man hat sich nach Chrono Trigger gedacht, hey, lass mal gucken, wie wir die Story fortsetzen können, und jetzt diese spezielle Form gewählt und dann gedacht, oh, da können wir bestimmt auch ein ausgewachsenes RPG draus machen, aber wenn wir schon ein großes Spiel draus machen, dann lass uns die Sache mal ein bisschen ändern und gucken, was wir wie und da adaptieren können. Sieht's dann am besten, ja, wie gesagt, entweder als Prototyp oder als Chrono Cross aus einer alternativen Realität. Dann wären wir beim Fazit angelangt und können die Frage mal beantworten. Lohnt es sich, das Chrono Cross Remaster in der Radical Dreamers Edition sich zu holen? Es hätte alles um einiges besser sein können. Ja, ey, solche Remaster hängen immer natürlich davon ab, was hast du an ursprünglichen Assets, was willst du nochmal neu machen. Und es ist schwierig, finde ich, gerade bei PlayStation 1 Titeln, wenn du solche 16-Bit-Games mit Pixelart nimmst, ja. Da kannst du einen größeren Bildausschnitt machen, da adaptierst du vielleicht ein bisschen was, und Pixelart, die altert besser als viele dieser Render-Hintergründe und Low-Poly-Figuren. Und wenn du da solche Sachen wie Skalierungsfilter nimmst oder einfach die Auflösung hochdrehst, das kann man machen, ist aber nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ne? Und wie auch schon gesagt, was die Performance anging, so im ersten Moment dachte ich, oh, das ist ja ganz schön heftig, das jetzt so anbieten zu wollen. Das hat sich nach dem Zocken so ein bisschen gelegt, denn es ist ein solides Remaster insgesamt, wenn man bedenkt eben, was man da für Assets zur Verfügung gehabt hat. Aber es ist jetzt eben nicht so modernisiert worden, dass man eine allgemeine Empfehlung für alle aussprechen kann, sondern das ist eher was für die Leute, die entweder bereits die PlayStation 1 Nostalgie in sich tragen, die das Original vielleicht erlebt haben, oder Leute, die schon immer vorher hatten, Chrono Cross mal eine Chance zu geben und jetzt keine PS1 oder PS3 oder andere Möglichkeiten haben, das originale Game zu zocken. Und für die ist das durchaus eine Überlegung wert, vor allem weil es eben in Anführungsstrichen nur 20 Euro kostet. Ich hätte fast erwartet, dass Square, vor allem weil auch Radical Dreamers mit dabei ist, das Paket für 40 Euro anbietet, aber ja, dagegenüber ist es eine angenehme Überraschung. Und abgesehen von den technischen Sachen, die eben nicht so gut abgegradet werden konnten, die Musik ist weiterhin groß. Soweit ich mitbekommen habe, hat Yasunori Mitsuda sogar zumindest an der Klangqualität noch ein bisschen gedreht. Die Tracks zumindest, soweit ich hören kann, sind die gleichen, wie sie es vorher dabei gewesen sind. Im Hauptmenü gibt es dazu sogar eine Handvoll neuer Kompositionen zu hören, die aber nicht irgendwie künstlich in das eigentliche Spiel reingepackt wurden. Aber was denkt ihr? Schreibt eure Meinung gerne in die Comments, sei es über Chrono Cross selber oder über das Remaster. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr öfters hier auf rpgheaven.de unterwegs seid. Wenn es passt, wie bei Videos wie solchen hier, gibt es natürlich auch eine Podcast-Fassung auf plauschangriff.de. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht macht, freue ich mich darüber, wenn ihr mich supportet und unterstützt, unter anderem unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhaku.com/rpgheaven. Wer das macht, dem sage ich danke und euch allen tschüss.